Real Talk über Hater, Fake-Turniere Vergangenheit. Umut Abi. So, jetzt möchte ich aber ein krasses Statement haben. Vor allen Dingen, ist das nicht eigentlich sehr, sehr traurig, dass so ein Kind Fake-Turniere irgendwie hatte, beziehungsweise darüber sprechen muss? Ist das nicht irgendwie sehr, sehr traurig? Also, ich habe keine Ahnung, was er macht und was er gemacht hat, aber scheinbar ist da ja einiges passiert. Chonzoki, alles klar, Bruder, Mann. Eine Fliege. Okay, was geht, Leute? Wenn ihr dieses Video Danke für seht, den seht das Sub, Video Bruder. bitte als Umut und nicht als Umut AB, weil ich in diesem Video Real Talk raushau und auf viele Themen eingehen werde. Ich habe mir auch Ah, jetzt schon. aufgeschrieben, auf jeden Besser. Fall, über was ich reden möchte. Nämlich möchte ich über diese ganzen Hate-Sachen und alles über mich reden. Ich werde keine speziell angreifen, weil es nie meine Absicht ist, auf YouTube jemanden irgendwie Oder jetzt fertig zu wird's wild. machen, damit ich besser. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, jetzt wird's ganz wild. Jetzt kommt die coole Community hier. Besser dastehe, sondern ich möchte einfach nur mein Ding durchziehen und ja, einfach Spaß dran haben und natürlich auch was erreichen mit dem, was ich mache. Und ich möchte in diesem Video auf jeden Fall auf folgende Sachen eingehen, nämlich möchte Geh ich mal auf die drauf ein. Sachen eingehen. Punkt 1, Hater, 2, Lügen über mich verbreitet wurden, Punkt 3, Scam und Preisgeld, Punkt 4, Botten und Punkt 5, Regeln bzw. Creator Code eintragen müssen. Und so weiter. Oh, jetzt bin ich Real Talk gespannt. Und ich finde ganz ehrlich, es kommt jetzt drauf an, was er jetzt hier sagt. Wenn er jetzt sehr ehrlich ist und gute Worte findet, ist es eine nice Sache. Sollte er jetzt übrigens unehrlich sein und dich rausfinden oder und dich sollte rausfinden, dass er gerade Scheiße labert, weil ich finde, in einem Real Talk Video gehört sich, dass man wirklich authentisch und authentisch ist und seine eigene Meinung ordentlich vertritt und das auch ehrlich beantwortet. Und deswegen bin ich ganz, ganz gespannt, was jetzt hier gesagt wird. Sollte es sich jetzt hier herausstellen, dass er irgendwie sich in Widersprüchen verfängt und so weiter, dann, liebe Leute, gucken wir uns mal ganz kurz an, was er eigentlich so gemacht hat und dann können wir vielleicht mal noch ein Video irgendwann machen. So, Ja, und Ace, bei dazu mir möchte ich einfach genauso. direkt einfach anfangen mit Hater. Ich will das Video gar nicht so lange halten. Ich werde es einfach kurz und knapp machen, aber auf alles eingehen, das ist mir wichtig. Und das Video werde ich, glaube ich, eh nicht schneiden. Und zu Hater möchte ich einfach nur sagen, dass mein Hate in meinen Augen unverdient ist. Ich kann euch jetzt auch sagen, Oh, jetzt warum. bin ich gespannt. Nämlich, Nämlich. an erster Stelle hat nie jemand auf YouTube einen Beweis gezeigt, dass ich fake. Nie. Nie wurde ein Beweis gezeigt, dass ich ein Turnier gemacht habe und es nicht ausgezahlt habe. Noch nie wurde auf YouTube ein Clip gezeigt. Warum? Weil es keinen gibt. Ganz einfach. Und jetzt frage ich mich an dieser Stelle, manche YouTuber. Also, da gibt's, es gibt wirklich da draußen Menschen, die ein Turnier veranstalten mit Verlosungen und die Menschen, die Dinge verlosen, nehmen es nicht auf als Beweis, um Transparenz zu zeigen gegenüber der Community, dass er auch wirklich etwas verlost hat oder rausgegeben hat. Dann ganz ehrlich, also das ist ja schon unglaublich dumm, wenn man schon alles filmt, außer dann die Geldübergabe oder je nachdem, was er da gemacht hat. Das ist doch jetzt schon übel lost. Das ist doch jetzt schon übel lost. Werden live aufgedeckt. Oh Die werden live Mann. aufgedeckt. Die Leute machen Videos, decken sie in Videos auf und sie werden nicht gehatet. Ich werde gehatet, obwohl ich live das Geld auszahle, diese 20 Euro, und krieg dann trotzdem einen Hate und mit der Begründung, du fakest. Ja. Oh, er hat jetzt gesagt, dass er das Geld immer überwiesen hat, okay, warte. Gehatet, obwohl ich live das Geld auszahle, diese 20 Euro. Und krieg dann trotzdem einen Hate und mit der Begründung, du fakest. Ja. Da frage ich mich einfach an dieser Stelle, warum hatet man, wenn man weiß oder. Überweisung zeigen. Ja, Ace Galaxy, ich bin halt auch. Also, was ich jetzt noch nicht ganz verstehe. Ich weiß nicht, ob er das über Paysafe-Karten macht. Aber wenn wir jetzt wirklich von Überweisung reden, da brauche ich ja entweder PayPal-Account, Bankkonto oder so, ne? Das heißt, sollte er darüber irgendwas gemacht haben, das kann er nicht machen. Das heißt, es kann nur über Paysafecards gehen. Und da bin ich halt gespannt, ob er das wirklich rübergezogen hat, ob er da wirklich Geld gegeben hat. Und warum blendet man keine Screenshots ein, wenn man das einfach macht? So, ich würde doch auch, wenn ich jetzt jemanden Geld spende oder dem das Geld gebe, weil es einfach eine Verlosung ist, dann würde ich das doch beweisen. Mittlerweile, man weiß es doch einfach, dass die Leute sich hinterfragen, ob das, was du machst, echt ist.
Und scheinbar hat es ja schon seine Berechtigung, dass es, dass die Leute das kritisch hinterfragen. Ne? Oder beziehungsweise, ich glaube, manche Hater wissen es sogar, dass ich nicht fake, wenn man nicht mal einen Beweis hat, dass es fake ist, und das verstehe ich halt nicht. Hate an sich interessiert mich nicht, ich bin nicht einer, der zu Hause rumheult oder so, ich habe eine starke Persönlichkeit. Ich heule nicht wegen Dislikes, ihr wisst selber, meine Videos machen teilweise so viele Dislikes wie Likes und das interessiert mich nicht, ich erwähne das auch nicht, Bruder, weil mich Daumen nach unten oder nach oben, das interessiert mich nicht, das ist ein Bildschirm und da steht, wie viel man Daumen nach unten ist und wie viel man Daumen nach oben, sowas interessiert mich nicht und das sollte eigentlich niemanden interessieren. Mir geht es darum, zum Beispiel, wenn ich sage, lass dein Like da, dass das Video einfach höher gerankt ist, das wissen aber, glaube ich, die meisten. Und dazu möchte ich sagen, habt ihr keine eigene Meinung, dass ihr der Mehrheit hinterherrennt, weil 80% der Hater laufen einfach blind irgendwelchen Leuten hinterher, die sie nicht kennen. Ich kenne euch privat nicht, ihr kennt mich privat nicht und ihr beleidigt meine ganze Familie. Ihr wollt mich schlagen, ihr wollt mich, was weiß ich, Digga. Was ist da eigentlich passiert? Also warum hat der Hate bekommen? Also ich fühle es gerade noch nicht ganz. Statement machen und Werbung schalten, alles klar. Nee, warte, das ist, was für ein Rotz, Alter. Natürlich kann man ein Statement machen und Werbung schalten. What the fuck einfach. Ich sag nur eins, ich habe keine Beweise, aber du hast mich damals auf Insta Hundesohn genannt und direkt die Nachricht gelöscht und mich blockiert. Warum sollte ich dir gönnen? Okay, Simex 2.0 und bleib stark. Hi, ich bin ein Hater, aber nicht, weil ich dich scheiße finde, sondern weil ich deinen Content nicht nice finde. Warum ist man dann ein Hater? Hey, warum ist man dann Hater? Das ist eigentlich komplett lost. Droh mich. Und das sage ich nicht, weil ich die Mitleidsrolle haben möchte. Ich sag's einfach, weil ich es komisch finde, dass Leute mich schlagen wollen, zum Beispiel, obwohl sie mich nicht kennen. Ich weiß, dass mich keiner schlagen wird, Bruder, das weiß ich. Es sind ja nur Nachrichten unter den Kommentaren oder die Insta-DMs. Aber ich finde es traurig, dass Leute, die mich nicht mal privat kennen, sowas machen. Weil ihr kennt mich nicht privat, warum wollt ihr euch mit mir hauen, Digga? Das macht keinen Sinn. Spät heult eure Mutter zu Hause, weil ihr Leute schlagt draußen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr irgendwelche Leute schlagt, dann seid ihr nicht krass. So habe ich früher auch gedacht. Immer mit dem Fenster zu. Zum Verlaut draußen. Ja, wir müssen anders, so. Weil ich meine, was bringt es euch, wenn ihr Stress sucht? Ich war früher auch einmal einer davon, der Stress gesucht hat. Was habe ich davon, wenn ich jemanden schlage? Also ist natürlich richtig, was er sagt. Was hat man davon, wenn man jemand körperlich angreift? Aber wie alt ist der bitte? Ey, warte mal ganz, wie alt ist der? Also ich meine, ich bin 21. Wenn ich jetzt davon rede, dann fühle ich mich selber schon dumm. Aber wenn er davon redet, ich denke jetzt mal, er ist, lass ihn mal 15 Jahre alt sein. Ich weiß nicht, oder 14, ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. Früher? Also ich weiß nicht, was bei ihm früher ist, aber ich habe mich mit 8 Jahren oder so noch nicht geprügelt mit irgendjemand oder irgendwas mit Gewalt probiert. Wo ich Leute beleidige oder schlecht mache oder runter mache, hätte ich viel lieber mich darauf konzentrieren können, aus mir selber was zu machen. Und das will ich euch auch sagen. Anstatt Leute zu haten, anstatt nicht zu gönnen, anstatt Auge zu machen, anstatt Leute irgendwie runter zu machen, beleidigen, sonst was. Alter, was ist das? Gönnt euch die Zeit. Geht vielleicht mit der Familie ein bisschen raus. Geht Sport machen. Gönnt euch ein bisschen, keine Ahnung, Livestream, was weiß ich, bringt euer Leben voran, macht eure Hausaufgaben, macht sonst was. Aber was habt ihr davon, wenn ihr beleidigt und irgendwie hatet? Gar nichts. Ihr habt nichts davon. Einfach gar nichts. Und ihr lasst einfach euren Hass irgendwo raus. Und ich frage mich an dieser Stelle, wo der ganze Hass herkommt. Etwa weil irgendein YouTuber irgendwas in seinen Videos gesagt hat, was nicht stimmt. Und damit gehen wir auch direkt zum nächsten Punkt rüber. Nämlich ist der nächste Punkt, die ganzen Lügen, die über mich verbreitet wurden. Unter anderem, dass ich angeblich PayPal-Account von einem kleinen Mädchen gescammt habe. Und ich rede das offen und ehrlich hier an, Digga, weil ich keine Lust habe, jetzt irgendwie jetzt bin ich ja gespannt. Die Sache nicht ins Detail anzusprechen, weil mir geht's ums Detail. Mir geht's. By the way, er ist übrigens Jesus und redet gerade eben zu seinen Jüngern. PayPal-Account war zu scammen. Ein YouTuber krank. Hat ein Video gemacht und hat behauptet, dass ich ein PayPal-Account von einem kleinen Mädchen gescammt und danach gehackt habe. Also er hat erstmal gesagt, ich hätte es gescammt und danach hat er gesagt, ich habe es gehackt. So. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Und da frage ich mich an dieser Stelle. Nehmen wir mal an, ich hätte es nötig, aus Geldverhältnissen einen PayPal-Account zu scammen. So. Wäre es dann nicht normal, dass der Inhaber des PayPal-Accounts dann zum Beispiel das Bankkonto oder sonst was einfach die Verbindung aufhebt? Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt das kleine Mädchen, was auch PayPal hat, angeblich. Okay, Leute, die Kamera ist gerade ausgegangen. Akku ist leer, hinten seht ihr Ennis, der liegt da. Auf jeden Fall, Also, das ist natürlich jetzt äußerst lost.
Der, jetzt setzt er sich so hin, dass man den da hinten sieht. Das ist, die Qualität ist auch absolut scheiße. Also kleine Mädchen können schon mal keinen PayPal-Account haben, ha. Ja, ist halt wirklich so. Denke ich mir auch gerade so. Also, was ist das für eine Argumentation? Also, er hat jetzt einem kleinen Mädchen PayPal-Account gehackt. Weil ja, PayPal ist halt ab 18 so, aber wurde halt einfach gehackt. Erzähl ich einmal Easy. weiter, ich war gerade da stehen geblieben mit dem PayPal-Account, Jo, genau. Jonas, freut mich sehr, Bruder. Und dazu möchte ich einfach sagen, wenn jemand einen Account hätte und jemand ihn scammen würde, dann würde doch die Person sehr wahrscheinlich die Geldquelle, zum Beispiel das Bankkonto oder sonst was, einfach aufheben. Zum Beispiel, man ruft bei der Bank an und sagt, ja, das und das, das wird gescammt, mach das bitte weg, die Bankverbindung. Und Mach es das macht weg, einfach Bruder. Mach wirklich das keinen weg. Sinn, dass wenn dieser YouTuber sagt, Also einfach, dass sie das Konto sperren für die Zeit, bis man das Konto selber wieder hat. Ne? Also für die Leute, die es vielleicht nicht verstehen. er bezahlt ständig mit seinen Sachen da, mit diesem PayPal-Account. Es macht einfach keinen Sinn. Und daran merkt ihr auch, dass es keinen Sinn macht, weil einfach, wieso sollte dieses kleine Mädchen ihren PayPal-Account dann offen lassen für mich? Es geht, das hat 2200 Videos, sag ich, Aufrufe. Ja. Aber, wirklich, ich bin gespannt, was da vorgefallen ist. Warum es überhaupt diese Vermutungen gibt. Warum gibt's das? Warum hat jemand gesagt, du scammst von jemandem einen PayPal-Account? Sagt man das einfach so? Also mittlerweile, ist immer schwierig. Damit ich mir damit was gönne. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und der zweite Punkt ist, ich habe es nicht nötig, Geld von jemand anderem zu nehmen. Es ist einfach so. Ich habe es einfach nicht nötig und Also, Argument, das muss ich sagen, auch einfach, also er hat einfach argumentieren studiert. Das sieht man hier sehr stark. Also, das größte Gegenargument aller Zeiten, gerade was das anbelangt, mit einem Account scammen und dann das Geld dort nehmen, ist, ich hab's ja nicht nötig. irgendwie, dass ihr jemanden einladet und jemand sagt euch das dann. Ja, ich habe bei Umut Abi gewonnen, nichts bekommen. Das kann jeder sagen. Ich will einen Clip sehen, wo jemand gewonnen hat und ich kann alle meine Streams öffentlich machen, wo jemand gewonnen hat und kein Geld bekommen hat. Wenn, dann hat jemand kein Geld bekommen, weil er die Regeln nicht hatte. Aber diejenigen, die aktiv sind, die wissen, ich lade die Leute live an und gebe ihnen live das Geld. So, was machen diese YouTuber? Die sagen, ja, der hat bei Umut Abi das kommentiert, der hat mir auf Insta geschrieben, ich habe bei Umut Abi gewonnen, nichts bekommen. Bruder, auf Instagram kann jeder schreiben. Ich kann jetzt Enes auch sagen, Enes, erstell dir Fake-Account, schreib mir auf Insta, ja, Umut Abi hat mich geschlagen. Wenn ich dann ein Video mache, Umut Abi schlägt seine Zuschauer. Es ist genau dasselbe. Es ist einfach dasselbe, was diese YouTuber machen. Und ihr glaubt sowas. Ja, ihr glaubt sowas wirklich. Würde ich ein Video machen, Umut Abi schlägt seine Fans, Bruder. Checkst du? Er checkt's nicht, Mann. Leute, er checkt's nicht. Sind wir jetzt mal ehrlich, er checkt's gerade gar nicht. Einfach so, die glauben das, weil jemand das geschrieben hat. Bruder, er kann sich Fake-Account machen, er kann sein Aber Kollege es sind sein. auch meistens kleine Kinder. Ja, und deshalb nehme ich es auch nicht so übel. Fälschung. Ja. Und wenn da so ein 30-jähriger Familienvater vor der Kamera sitzt, dann, Bruder, glauben die kleinen Kinder das. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass man selber sich gut darstellen möchte, indem man andere runtermacht. Weil ihr müsst euch eins vorstellen, wir gehen von Thema zu Thema. Gleich komme ich darauf nochmal zu. Auf jeden Fall nochmal vom Preisgeld. Lukas, grüß dich. Ihr habt Beweise, dass ich live auszahle. Ich zahle immer live aus. Das seht ihr mal live. Diejenigen, die dabei sind, ich habe auch ein extra separates Video dazu gemacht, dass ich das live auszahle und alles. Ich mache immer Insta-Stories, dies, das. Dazu brauche ich gar nicht mehr viel sagen. So, und jetzt gehen wir einfach zu dem nächsten Punkt. Auf jeden Fall, nächster Punkt ist, dass ich angeblich, soll ich das überhaupt sagen? Ist es überhaupt wert, das mit dem Botten? Schaut, also, ich habe damals meinen Kanal. Also, Leute, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt natürlich seine Hintergründe nicht, aber mich würde es halt wirklich mal interessieren, Was? ob er seine Livestreams noch drin hat und ob er wirklich die Dinge auflöst. Also hier sieht man nichts weiter, ne? So wurde ich YouTuber, warte ganz kurz. Umut Abi, ne? Umut Abi. Wir gehen mal Faker ein. Oh, sogar Baba Crocs. Okay, Baba Crocs habe ich sogar abonniert, ne? Ja, er hat sogar ein Video dazu gemacht. Okay.
Er wird zerstört, faked jetzt das TV für Klicks und verkauft seine Mutter was. Was ist das denn bitte für ein Video? Okay, es ist ein Real Kalk Video, ja, auf jeden Fall. Komm, wir gucken uns das mal an, um uns einfach mal ein Bild von Umut Abi zu machen, was da los ist. Let's go. So Leute, heute wird ein YouTuber zerstört namens Umut Abi. Ihr fragt euch alle, wer ist dieser Umut Abi? Umut Abi ist so einer, er wird alles für Klicks machen. Er verkauft sogar seine eigene Mutter für Klicks, schaut euch das mal an. Wie ekelhaft du bist, dass du deine... Ist das jetzt Assi TV 2.0? Also hier steht gerade eben, Umut Abi wird zerstört, faked jetzt Assi TV für Klicks, aber es ist halt einfach die gleiche Musik wie bei jetzt Assi TV. Es ist halt alles genau gleich gemacht, gerade wie bei jetzt Assi TV. Ist irgendwie der Widerspruch in sich, aber egal. Deine eigene Mutter für Klicks verkauft, du willst sogar alles für Klicks machen, du willst sogar Scheiße fressen für Klicks. Als wenn das jetzt nicht noch genug wäre, dass er seine eigene Mutter für Klicks verkauft, muss er noch mein Achim Magic sein Instagram faken. Warte mal, ich zeig euch mal ein bisschen was. Also hier sehen wir jetzt auch einen Screenshot, da wo er 11.000 Abonnenten hat, er hat das so weit durchgezogen. Natürlich hat das auch Magic in seine Story gepackt und gesagt, dass die den melden sollen, aber der Account wird nicht gelöscht, hat sein Account auch umbenannt zu Memes Bellish oder irgendwie so. Aber natürlich gab's... Ja, müsste ich dann später mal schauen. Die ein oder anderen Screenshots, die beweisen, dass du ein Bastard bist, dass du diese Scheiße ausgenutzt hast, nur damit du deine eigene Reichweite aufbauen kannst mit der Scheiße. Also hier sehen wir auch Screenshots, wo er meint, wenn Umut Dings da, keine Ahnung, Umut Abi seine 5000 Abonnenten erreicht, zeige ich ein jetziges Bild und so, Digga. Wie ekelhaft muss man sein, dass man sowas ausnutzt, du kleiner Hundesohn, Digga. Wie ekelhaft bist du? Und außerdem, was ist das, was auf deinem Profil steht? Kurdischer Präsident, 10.000 Einwohner Kurdistan wurde durch mich... What the fuck? Was ist denn das? Zeitrahmen komplett sprengen. Aber kommen wir zu dem Hauptthema, warum er seine 40.000 Abonnenten oder wie viel er jetzt auch hart aufgebaut hat. Er hat damals angefangen mit Fake-Turnieren und setzt es auch weiter fort. Das kann euch Crycon beweisen. Warte, ich blende mal den Notion von seinem Video ein. Auf seinem Kanal gibt es aktuell 195 Streams, in denen er jedes Mal 30 Euro oder 20 Euro verlost. Wir könnten jetzt mal grob ausrechnen, was er denn angeblich rausgehauen hat. Sagen wir einfach mal, wir nehmen den Mittelwert, also 25, das mal 195, da kommen wir auf 4.875 Euro. Und das sind nur die Hälfte seiner Streams, die anderen wurden gelöscht. Das heißt, ihr könnt das sehr wahrscheinlich nochmal doppelt rechnen, dann wären wir schon fast bei 10.000 Euro. What the fuck? Ihr wollt mir ehrlich... Ja, also, ist natürlich eine absolut utopische Zahl und das wird er wahrscheinlich nicht ausgegeben haben, aber ganz ehrlich... Man sollte schon irgendwie Beweise liefern können, weil wenn das nämlich doch ehrlich gemacht hat und er hat halt einfach viel Geld, dann ist es halt einfach schlecht recherchiert, meines Erachtens nach. Ehrlich sagen, dass so ein 14-, 15-jähriger Junge 10.000 Euro einfach random im Internet verlost? Ehrlich jetzt? Die Härte ist, der Typ hat sogar ein Video hochgeladen, wo er sagt, dass seine Turniere real sind. Und er hat auch Beweise eingeblendet. Man muss einfach sagen, was ein Ehrenmann. Er hat ganze 4 Leute... gefunden, denen er was gegeben hat. Ey, no joke, das hätte ich gar nicht erwartet bei 195 Streams, wo ich jeden Tag was verlose. Eigentlich hat er ja 5 Leute gezeigt, aber der eine wurde doppelt eingeblendet. Er zeigt einfach in dem Video, wo er allen beweisen will, dass er keine Fake-Turniere macht, zweimal denselben. Einmal bei Minute 3 und bei Minute 6:44 könnt ihr es gerne nachgucken. Ach so, ja. Als kleine Randinfo, die meisten haben irgendwie nur 800er Skins bekommen, aber okay. Obwohl in jedem Titel 20 oder 30 Euro steht. Aber jetzt kommt noch. Ja, also gut, da muss man halt einfach sagen, ich gehe jetzt auch davon aus, dass es nicht alles echt ist. Vor allem gibt es die Livestreams einfach auch nicht mehr, ne? Außer es sind irgendwelche auf einem anderen Kanal. Weil hier steht ja aber nichts weiter da. Hier steht ja nicht da, welcher Kanal das ist. Das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich muss halt einfach sagen, was ich sehr schade finde, hier wurden keine Beweise eingeblendet. Dass man auch wirklich sieht, dass es gefaked. Okay, also ich gehe auch davon aus, dass das nicht ganz real ist. Okay, jetzt sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ich gehe auch nicht ganz so davon aus. Naja, schwierige Sache. Aber wir wissen jetzt, wir haben jetzt schon mal ein etwas genaueres Bild von Umut Abi. Rudi. Weil ich nicht gegönnt habe. Ich hatte 11.000 Abos. Also sag ganz ehrlich, ich habe nicht gegönnt. Steuerhatler, so ist es. Ich hatte 11.000 Abos, ich war ein Nicht-Gönner. Jemand hatte meinen Titel kopiert, meine Beschreibung kopiert, meine Tags kopiert. Und daraufhin wollte ich ihn striken. Der Lennart Ehrenmann. Und dann hat YouTube daraufhin meinen Kanal gelöscht. Und ich sag euch eine Sache, es war Karma. Ich habe dem Typen seine Zuschauer nicht gegönnt. Und auch wenn er es mir geklaut hat, meinen Titel und alles. Bruder, gönn ihm doch. Gönn ihm doch, wieso strikest du ihn? Digga, es macht keinen Sinn. Wieso soll ich jemanden striken und ihm sein Brot wegnehmen? Nur heute würde ich es nicht machen. Damals habe ich es gemacht und habe komplett Karma bekommen. Ich habe einfach Karma des Todes bekommen. Und seitdem habe ich auch gelernt, Bruder, immer gönnen.
Du musst einfach gönnen, weil wenn du nicht gönnst, wird dir nicht gegönnt. Und es ist einfach so, dass dann mein Kanal gelöscht wurde und ich hatte dann halt 1000 Abos oder so, so nach ein paar Tagen. Und nee, ich glaube sogar nach dem ersten Tag hatte ich 1000 Abos, ne? Ja, oder knapp. Und der, ganz ehrlich, Enderblue, der macht mich auch komplett verrückt im Hintergrund. Schon die ganze Zeit, der ist so lost, der Typ im Hintergrund. Dann habe ich so bei 2000 Abos angefangen, mir Zuschauer zu botten. Und der hat durchgebottet. Ich meine Zuschauer gebottet, damit ich wieder höher gerankt werde, bis ich irgendwann 6-7k hatte oder so, Richtung 10k war. Dann hatte ich das Ganze nicht mehr nötig. Hab dann aufgehört zu botten und jetzt kommen teilweise Leute nach einem halben Jahr, das war ungefähr im November letztes Jahr, 7 Monate, ne? Ja. 7 Monate ist das Ganze her und es kommen teilweise jetzt Leute und sagen, Umut Abi bottet sich Zuschauer. Scout Kiesel, grüß dich. Der hat sich gerade eben die Ehre selbst komplett... Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade seine Ehre nochmal entziehen wollte oder so. Aber ganz ehrlich, der Typ bottet sich nicht erlaubt und auf unfairer Weise Reichweite, um dann größer zu werden. Unerlaubt. Nicht ehrlich und auch nicht wirklich legal. Bottet der sich Zuschauer und beschwert sich darüber, dass man nach einem halben Jahr sagt, hier, du bottest ja deine Zuschauer, du bottest immer noch deine Zuschauer, das ist scheiße, was du machst. Ey, Leute, wer einmal wirklich mit Absicht bottet, um seinen Kanal größer zu machen, das zeigt für mich so eine unglaubliche Inkompetenz, da komme ich nicht drauf klar. Schon krass. Schau, die holen Sachen aus vor 7 Monaten, ja, sie macht mich alle wieder hierhin, um was gegen mich zu sagen. Um Klicks auf meinen Nacken zu machen. Gönnt euch diese Klicks, gönnt euch... Jeder darf ein Video gegen mich machen. Es ist sein Recht, Digga. Jeder kann seine Meinung sagen. Sage ich ganz einfach. Ich finde es nicht korrekt, wenn man Videos macht und Lügen verbreitet und alles. So und ist bitte glaubt nicht alles, was die Leute nicht belegen können. Wenn jemand beweisen kann, dass ich fake, dann soll er es beweisen und dann glaubt ihm auch bitte. Aber wenn ein YouTuber euch sagt, ja, das ist so und so, dann hinterfragt immer. Sagt, ja, warum zeigt Beweis? Wenn er euch einen Chatverlauf zeigt. Jungs, ich kann so einfach einen Chatverlauf faken. Macht euch Fake-Account, nennt euch so und so, Photoshop das Profilbild drauf, fertig. Habt den Chatverlauf gefaked. Ganz einfach. Und das haben die anderen genauso bei mir gemacht. Die haben Chatverläufe gefaked und haben sie dann veröffentlicht. Weil sie mich einfach schlecht machen wollten. Weil sie mich schlecht dastehen lassen wollten. So, der nächste Punkt ist, dass ich sage, dass mein Creator-Code eingetragen werden muss. So. Also, viele sagen, ja, warum sagst du das, warum man das muss? Ich frage euch mal eine Sache. Würdet ihr aus eurer eigenen Tasche fremden Leuten Geld schenken? Jetzt einfach so eine Frage. Würdet ihr einem Fremden einfach 20 Euro geben? Nein, würdet ihr nicht. Und du, deshalb erkläre ich euch jetzt das Prinzip. So, ihr tragt meinen Creator-Code. Also, mir tut gerade... meine Stirn, die tut gerade richtig weh. Keine Ahnung, als hätte ich hier eine übelst über den Latz gezogen bekommen. Wie dumm ist das bitte? Du forderst... Quattro, danke für 45 Bits, Bruder. Wie kommt man darauf, eine Regel aufzustellen, die man eigentlich nicht einsehen kann? Und dann fragt man sich, warum man dafür kritisiert wird. Leute, ist doch klar, dass man kritisiert wird, wenn man sagt, ihr müsst den Creator-Code eingegeben haben, damit ich einen Nutzen draus ziehe. Damit ich dann später aber nicht das Geld einfach dem anderen überweise. Also, da muss ich sagen, ganz schwierige Sache. Also, wenn, dann sollte man schon Regeln schaffen, die wirklich einsehbar sind. Ja? Wo man wirklich kontrollieren kann, ja, deswegen gewinnt der oder so. Aber das, was der gemacht hat, ist ja absolut lost. Ihr müsst den Creator-Code eingeben, ansonsten kommt ihr nicht mit dazu. Obwohl man das nicht mal einsehen kann, das heißt... Code ein, ich verdiene Geld und ich gebe von dem Geld einen Teil an euch. Was ist daran verkehrt? Sagt mir bitte, was daran verkehrt ist. Würde ich kein Geld verdienen, dann hätte ich niemals das Geld dafür. Dann könnte ich vielleicht im Monat einmal 20 Euro machen. Aber ich verdiene durch euren Support Geld und teile das Geld mit euch. Und dann kommen Leute und sagen, warum machst du Preisgeld? Ich teile wenigstens, Bruder. Ich teile das Geld, gönn meiner Community auch. Und auch wenn nicht jeden Tag einer gewinnt, weil es ehrenlose Leute gibt, die Streams nehmen, es gewinnt trotzdem Leute. Und eine Sache will ich euch auch noch sagen. Das mit diesen 800er Skins, 1200er Skins und alles, die ich da verschenke, wo dann Leute sagen, ja, er verschenkt gar nicht 20 Euro, er macht das. Das sind gar keine Gewinner von Skin Contest. Das sind Verlosungen, die ich aus Ehrensache mache. Die mache ich nicht,
weil irgendjemand gewonnen hat. Die mache ich, weil Leute Stream snappen und dann kaum welche gewinnen. Und dann sage ich, ey, ich mache spontane Verlosung für meine Abonnenten, die wirklich mitmachen, die gewinnen wollen, aber nicht gewinnen können wegen so... Was ein gnädiger und herzenstoller Mensch, oder? Diese Menschen, die sich mit voller Hingabe hier der Community unterwürfig zeigen, ich finde, das ist wirklich toll. Ich finde, das hat Respekt und Anerkennung verdient. Das ist einfach nur wahnsinnig toll. Wirklich, ich finde das super. Unehrlich an Reichweite kommen. So ein Ding ist das. Dann sage ich, ey Leute, ich mache eine Verlosung. Ich habe gerade 1500 V-Bucks, ich habe gerade 1200 V-Bucks, ich habe gerade 800 V-Bucks, je nachdem. Das verlose ich an euch, einfach auf Ehre. Auf Ehre, ja. Und dann ja. verlose ich das, lad die Leute live ein. Auf jeden Fall nicht mit dem Hintergedanken, seinen Profit rauszuziehen. Aber er verlost einfach aus Ehre, einfach weil er einfach so ein herzensguter Mensch ist. Wenn sie gerade nicht online kommen können, verschenke ich es live. Und fertig ist das Thema. Wieso soll ich denn faken, wenn ich am Tag das Vielfache von dem mache, was ich Preisgeld gebe? Es geht nicht. Viele sagen, ja, du hast 100 Streams mit Preisgeld. Trimax macht doch auch ein Turnier. Löst Trimax sein Turnier nach einem Stream auf? Oder macht Trimax mehrere Streams ein Turnier? Genau, er macht mehrere Streams ein Turnier. Und bei mir ist es nicht anders. Ich streame ein Turnier, bis einer gewinnt. Und wenn einer nach 5 Tagen gewinnt, dann geht das Turnier 5 Tage lang. Bei Trimax ist es genauso. Es ist vorbei, wenn jemand gewonnen hat. So, und wenn ich 20 Streams mache und dann 10 Mal was verlose und nur einer Skin Contest gewinnt, dann mache ich es. Aber es ist noch nie vorgekommen, dass jemand Skin Contest gewonnen hat und nichts bekommen hat. Es ist nicht vorgekommen. Und deshalb ist es nicht fake. Ganz einfach. Mann. Und ich will euch eine Sache noch mitgeben, weil ich will das Video nicht zu lange machen. Nämlich, habe ich ein gutes Beispiel, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Früher war ich auch so, ich habe früher Leute runtergemacht. Früher Leute beleidigt. Früher, vielleicht vor einer Woche oder so, habe ich Leute runtergemacht, Mann. Früher, als ich noch 11 Jahre alt war, vor einer Woche, als ich noch jung war, Mann. Vielleicht geschlagen, vielleicht sonst was, dies, was. Er hat Leute geschlagen. Leute runtergemacht, damit ich selber besser dastehe. So, und dann kann ich euch ein Beispiel geben. Stellt euch das so vor, ihr habt ein Glas Wasser. Jeder hat ein Glas Wasser. Da ist ja, die Hälfte mit Wasser gefüllt. Ja, ich auch mal dieses Wasser sind eure Werte. Das sind einfach Werte. So. Leute, ey, komm jetzt nicht mit Metaphern, wirklich. Da habe ich gar keinen Bock drauf, Mann. Alter, wer kommt jetzt mir mit Metaphern? Ey, das ist Umut Abi einfach. Sagt seiner gebotteten 52.000 Abonnenten-Army, dass er das so real ist und sowas. Hey, fühle ich auf jeden Fall, bester Mann. Macht übrigens auch gar nicht die Thumbnails von Cymix nach oder so. Also wir gucken einfach mal die Thumbnails von Cymix an. Oh, die sieht sogar relativ normal aus hier. Ah nee, geht sogar. Also es ist natürlich schon ein bisschen angelehnt. Aber hier ist noch ein bisschen mehr kranker Scheiß mit drin in den Thumbnails. Aber was ist denn das hier? Cymix, ach nee, gut, das ist vor 8 Stunden einfach 100.000 Aufrufe. Holy shit, was ist hier los? Was ist da los, Leute? Was ist da los? Hab gegen Fio von dir random Counter-Strike-Match gespielt. Da kannst du machen, Almani. Ist doch nice. Hoffentlich hast du verloren. Ich gönn's dir. Ich gönn dir jede Niederlage, Bruder. Was auf Counter-Strike abgeht, ey, gönn ich dir wirklich jede Niederlage.